Wir sind kurz vor dem Ende in Super Mario Maker 2 Story Mode, Level 77, der Steinquader des Schicksals. Junger Freund, in meiner neuesten Attraktion gilt es, einen Steinquader zu schleppen. Och nö, nicht schon wieder. Und ja, das ist so schweißtreibend, wie es klingt. Nur echte Stars der Manege, oder Manege? Kenn das Wort nicht. Lol, werden das Ziel mit dem Steinquader in der Hand erreichen und den Preis entgegennehmen. Okay, wenn du das so sagst, dann wird es eventuell sogar so stimmen. Ich mag diese Steinquader-Level nicht. Ich weiß nicht, warum die existieren. Also doch, weiß ich schon, aber ich mag es einfach nicht. Kann da mal ein Stein... Kommt da nichts raus? Ach, ich soll da lang. Ich dachte, da kommt was raus. Ja, moin. Ja, komm mal her, du. Putschon, gib mal rein, ja. Putschon. Guten Tag, Putschon. Putschon. Was ist meine Bestimmung hier? Warum? Warum denke ich, dass das eine gute Idee, das zu tun? Jetzt mal ganz ehrlich, was ist hier meine Bestimmung? Was soll ich tun? Was wollen die von mir? Aber hier fehlt ein Pfeil, ganz ehrlich. Die sollte so ein Pfeil hin zur Röhre zeigen. Okay, den soll ich anscheinend mitnehmen, ne? Oder? Ja, doch. Hier brauche ich den ja, wenn ich den... Ah, cool. Nee, nach oben kann ich den nicht schießen. Aber ich kann hier hinschießen. Und dann einfach... Das ist möglich. Ach, verdammt. Ich muss mich halt trauen, näher ranzugehen. Auch im Real Life. Was? Was? Was passiert jetzt? Jetzt kommt da nichts mehr raus. Ach so! Da kommt nichts mehr raus, weil ich da jetzt nicht durch kann und soll. Ah, ja, man hat natürlich gesehen. Oh Gott, nein, nein. Aber das ist cool. Also es ist nur cool, wenn ich dann auch gleich Checkpoints bekomme, weil die hätten ja echt ein paar Checkpoints machen können. Zwei Checkpoints, damit man immer wieder hinspeichern kann und so. Ja, komm, Nintendo, seid jetzt so geizig? Nee, oder? Ich denke mal nicht. Na komm, weg hier. Wie in der Luft aufgefangen, habt ihr das gesehen? Was? Was soll ich denn machen? Ja, was passiert, wenn ich jetzt so mache? Ach, das spawnt hier wieder. Ah ja, das ist sehr nützlich. Die Zeit... Ah, die Zeit, die reicht. Okay. Ich dachte gerade, die Zeit reicht nicht. Kann ich nicht den Quader da lassen? Nee. Denke nicht. Bleib aber da. Dich machen wir noch. Zack. Ach so, ja, ich verstehe schon. Ich verstehe, den sollen wir da lassen, damit die da abprallen und wieder zurückgehen, ne? Yes! Zwei von der Schorte, das ist doch schön. Okay, die Idee ist cool. Konzept bisher auch, nur es fehlen mir halt die Checkpoints. So, wie muss man das hier machen? Vielleicht den hier... Nein, nein, nicht nach oben. Bloß nicht nach oben, jetzt kann ich nach oben. Jetzt auch egal. So vielleicht. Na komm. Ah, ja, anders. Also es ist schon so richtig, aber erst jetzt das Ding nach oben schmeißen und ich habe schon wieder verkackt, oder? Ach, so soll ich das machen. Ja, sag das doch. Und jetzt so, ne? Na komm. Ja, brava, Trompi, Dompi. Brava, Trampi. Der war mal gut. Lol. Okay. Ja, so ein wenig Gehirn benutzen muss man auch halt im Spiel. Das war mir zwar ein wenig schwer, ne? Aber schauen wir schon. Warte, was soll ich machen? Was? Alter, wie schwer das Ding ist. Oh Gott. Also ich soll hier drauf. Und dann sterbe ich. Ist das denn Ernst jetzt? Was zum Henker? Jetzt darf ich halt wieder alles neu machen, so, das ist das Ding.
Sehe ich aus, als hätte ich darauf Lust, alles neu zu machen? Nee, tue ich nicht. Soll ich es rausschneiden? Ach, eigentlich will ich es nicht rausschneiden, aber eigentlich auch schon. Ach so, ja. Vielleicht auch den Steinquader mitnehmen, ich weiß ja nicht, ne? Aber ganz ehrlich, ich mache erstmal den letzten Raum, den anderen wissen wir jetzt, wie wir machen. Dann machen wir gleich einen Speedrun raus, aber... Was machen wir hier? Mit dem... Oh, lol, das Spiel hat gerade geleckt, habe ich es gesehen? Hä? Da hat mich nicht draufgelassen. Was soll ich denn machen? Was will er denn von mir? Ich soll ja anscheinend irgendwas mit dem Steinquader machen, so wie in jedem anderen Rätsel gerade. Lass mich einfach nicht springen, nicht springen, nicht springen. Und dann hier lang. Und dann zack. Oder wie? Wie komme ich denn hier durch, ohne getroffen zu werden? Ach so, den Steinquader da vielleicht an die... Nee, das geht auch nicht. Hä? Was wollen die denn von mir? Vielleicht nur der Steinquader an das Ding, warte. Vielleicht soll auch nur der... Vielleicht kann der Steinquader mir den Schlüssel bringen? Das versuche ich mal. Das hört sich so an, als würde das funktionieren. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ich hoffe, der ist gut positioniert so. Kriegst du den? Yes. Nein, ich stand daneben. Oh, ihr müsst eine Ehrenrunde raten. Lustig. Du, nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Okay, nicht nachstehen, nicht danach stehen. Okay. Schaffst du's? Kriegst du den Schlüssel da? Ach, ich soll da draufstehen. Jetzt check ich's. Und der lässt ihn halt auch echt nicht los dann. Warte, kann ich dann dadurch? Ja. Wow. Okay. Hey. Cool. Wie ich den Steinquader wieder bekomme, ist mir auch ganz einfach. Ich mach einfach so. Und der ist wieder da. Okay. Braucht man ein wenig Big Brain, damit man das schafft. Aber ist es möglich, wie man gesehen hat. Von daher, so, du wartest kurz. Schätzchen, ja. Schwarzstart, ne? Gib mir den Schlüssel. Wir sammeln kurz alle ein. Ich brauche hier nicht kann. Komm. Ich lasse euch jetzt hier ein paar Minuten quälen. Oder es gibt einfach vor. Mir auch egal. Das kennen wir alle schon. Aber ich mache es jetzt noch mal schnell. Vielleicht sterbe ich ja noch mal zwischendurch, weil ich dumm bin. Ihr kennt mich ja. Ich bin sehr, sehr dumm, das kann mir noch schon noch passieren. Aber warum laggt es? Immer wenn ich in so einen neuen Raum reingehe mit dem Steinquader, laggt es erstmal. Warum? Wieso, weshalb, warum? Das frage ich, denn ich bin dumm. Oder so. Irgendwie so, ja. Genau. Zack, so. Hier im richtigen Moment nach oben springen. Durch. Nach oben springen durch. Yes. Boing. Genau, so waren wir da. So waren wir da. Und dann haben wir 4 Schlüsselinos. Schlüsselinos haben wir dann. 4 an der Anzahl. Boing. Und zack. Ich nehme den Steinquader mal mit, weil ich muss ja das Ziel mit dem Steinquader erreichen. Oh Gott, reicht das? Reicht das? Doch, oder? Einfach so unnötig, dieser Gang hier, aber okay, cool. Doch, hier ist das Ende. Einen Moment. Ich kann den noch killen mit einem Steinquader, oder? Oh Gott, wenn ich das jetzt falsch mache, dann kriege ich meinen Steinquader nicht wieder. Hey. Okay, nee. Nein, das mache ich nicht. Am Ende bleibt er da oben stecken, der Steinquader. Das mache ich nicht. Ich nehme den jetzt mit. Scheiß mal auf die Coin. Ich gehe jetzt einfach ins Ziel. Ach komm. Ja. Okay,
okay, etwas längeres Level, aber die gibt es halt. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwie 5 längere Level in diesem Spiel. Weiß ich nicht. Mal schauen. Die Rest ist nämlich ziemlich kurz. Von da sind wir gleich durch. Nächste Folge vielleicht. Eiszapfen-Spielplatz. Kinder lieben doch Eiszapfen, oder nicht? Deshalb habe ich besonders viele davon in meinen Level gesteckt. Es gab allerdings Beschwerden von Eltern. Das wäre zu gefährlich. Könnte bitte jemand das Gegenteil beweisen und das ganz souverän ins Ziel schaffen? Klar doch, lieber Sportlehrer. Wie ist eigentlich Sport so bei euch in der Schule? Bei mir ist es jetzt nicht so schlimm. Zum Glück. Aber ich habe schon viel schlimmere Horror-Stories gehört von Leuten, die sagen, oh Gott, mein Sportlehrer, der ist so schlimm, wir müssen irgendwie 2 Stunden so viel Sport machen. Wir sind in seinem Tod spitzen, ich bin schon fast am Verrecken und der lässt uns trotzdem Sport machen. Oder was auch immer. Wie ist es bei euch so? Achso, ich kriege den... Oh. Weiß die Soundeffekte, okay? Lass mich. Ich will meinen Spaß haben. Yeah. Ach, ich kann mit dem ganz normal springen. Ich dachte jetzt irgendwie, ich hätte die Steinquader-Physics. Lol. Weiß nicht, ich bin dumm. Kennt ihr ja. Jackie! Den sehe ich doch gerne. Wow. Das habe ich auch nie gesehen, dass das geht. Man kann aber nicht mehr dashen. Nee, man kann nicht mehr dashen in diesem Teil. Das ging mal früher. Ich habe sogar früher so ein... Also in Mario Maker 1 habe ich sogar so ein cooles, richtig cooles Giga Mario Level gebaut. Ich habe allgemein noch all meine alten Mario Maker Level online und Mario Maker 1. Nicht mehr in diesem Teil natürlich, aber... Weil die irgendwie dachten, ja, niemand braucht seine alten Level wieder. Traurigerweise. Und ich habe keinen Bock, die nochmal nachzubauen, deshalb könnt ihr, falls ihr noch Mario Maker 1 besitzt, falls ihr eine Wii U besitzt und so, könnt ihr es ja gerne spielen. Irgendwo in meinem alten Mario Maker Stream sollte meine ID stehen. Oder vielleicht steht es auch hier unten. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht sollten wir über was anderes Thema reden. Ich weiß ja nicht. So, come on. Wir wollen jetzt zu den 80er Leveln. Also 80er Zahlen meine ich halt. Wie viele Seiten sind es noch? 1, 2. Es sind nur noch 2 Seiten. Es gibt nur 90 Level. Es gibt keine 99 Level oder so. Es gibt nur 90 Level. Sind fast fertig. Oder? Yep. Wir sind fast fertig. Nächste Folge bestimmt. Hops Maus Miets Haus. Es ist Zeit, dass diese Hopsmäuse mal ihre Miete zahlen. Wenn du bis ins Ziel kommst, gebe ich dir 10% ab. Aber denk dran, Hopsmäuse springen immer, wenn du springst. Mach's wie Papa, lass dir von ihnen nichts bieten. Naja, Mieten sind schon ziemlich teuer. Vielleicht kriege ich da schon einen 100er. Vielleicht einen 200er. Lol. Ja, bald wird's bei mir auch sein. Ein paar Jahren. Muss ich dann auch Miete bezahlen. So, ach, das Level kennen wir. Dass so ein Level, das erst so spät in diesem Spiel vorkommt, im Trailer dabei war, das wundert mich tatsächlich gerade sehr. Weil das Level, das kennen wir alle aus dem Trailer von Mario Maker 2. Das kennen wir alle. Also, es gibt natürlich Leute, die den Trailer nicht geschaut haben. Oder halt nicht kennen, was auch immer. Ah, auf die kann ich nicht springen. Ich bin schlau. Ja, ich bin so schlau. Also eigentlich nicht. Egal, ja, natürlich, ich bin sehr, sehr, sehr schlau. Das geht? Lol, okay. Ich bin verwirrt. Ich bin so ein wenig verwirrt über das Level. Ich weiß nicht genau, was sie von mir wollen. Chiboing? Ich wollte gerade ohne den Pilz wegrennen. Was ist bei mir denn los? Ja, moin, ne? Moino. Ne, moino, Leute. Oh, nein! Ich schlenk mich ab. Ich lenk mich gerade selber ab, glaube ich. Doch. Ich denke mal, ich verspreche euch das jetzt, dass wir in der nächsten Folge den Story-Mode beenden. Weil wir haben... Wir haben halt echt nicht mehr viel vor uns. Wir haben fast gar nichts mehr. Wir haben noch 10 Level oder so. Aber gut, es kommt darauf an, wie lange ich für das letzte Level brauche. Das könnte ja eventuell ein richtiges Monster-Level sein, du.
Das weiß ich ja nicht. Oh Gott. Warum mache ich das? Das weiß ich nicht. Warum mache ich das? Ich weiß es einfach nicht. Hilf mir, ja, jung, pleite und verzweifelt. Wir kennen es alle. Warum springst du nicht, wenn ich springe? Du, 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 du. Du, 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 warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Miau, 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 miau. Ich sollte aufhören mit dem Blödsinn. Dann habe ich vielleicht eine höhere Chance auf den Sieg, wenn man Glück hat. Aber man kann ja mal hoffen, würde ich mal so behaupten. Ja, das habe ich jetzt mal behauptet. Einer von denen, denke ich mal, einfach den Key oder so. Was? Ich soll hier runter? Okay, ich kann nichts machen. Okay, doch jetzt. Dann hier. Das geht? Lol. Alright. So ein Pilz? Was aber sehr lieb von euch. Dankeschön. Dankeschön, ja. Ich war hier vor euch. Vielen, vielen Dank. Was soll ich hier machen? Okay, nicht da lang. Ich gehe mal hier nach links. War richtig. Was? Hat gerade der Wannapilz den Typen wieder weggeschubst? Ist das gerade passiert? Hab ich ja noch nie gesehen. Cool. Schnell! Oh Gott. Show! Boah, ich bin fast übers Ziel gesprungen. Okay, ganz cooles Level. Yes! Ich werde jetzt in dieser Session das Spiel durchspielen. Also in Story Mode. Ich will das jetzt einfach durchhaben. Ich will es jetzt hinter mir haben, das Let's Play. Dann kommen nämlich coole neue Let's Plays. Also ich weiß schon, was danach kommt, aber ich sage es euch noch nicht. Ich will es einfach sehen. Richtige Weichenstellung bei Level 80. Verstehe. Die Ein-Ausschalter kontrollieren die Schienen. So ändert sich der Kurs, denn die Plattform, den die Plattform nimmt. Könnte jemand mit mehr akrobatischem Talent als ich das einmal demonstrieren? Ich bin sicher, man kann die Ein-Ausschalter auch mit Stampfattacken auslösen. Der Doktor wunderlich. Na, dem Doktor wunderlich, den zeige ich mal, dass er sich auch wundern kann. Wie das alles so funktioniert hier bei uns im Bereich. Bei uns in der Gang. Bei uns in der Crew, bei uns in der. Bei uns in der Gruft. Dum, dum, dum. Also was ist cool. So ein klassisches Level ist das eigentlich, ja. Aber ist ganz cool. Ich mag klassische Level. Ich baue selber auch mehr oder weniger klassische Level. Würde ich mal so sagen. Oder was denkt ihr? Warte, von wo kam der denn jetzt raus? Ach so, von da unten bei dem, wo der Block da ist. Wo, ja, 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 genau, genau. Okay. Lol, wie der da rum. Wie die da rumfliegen, wie die da so rumzappen. War das schlau? Ja, doch. Ich dachte gerade, ich gehe nach unten ins Verderben, weil ganz unten am Bildschirm und ganz oben am Bildschirm ist ein wenig schwer zu sehen. Also allgemein, die Seiten sind so ein wenig bei mir draußen, kann man sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die 50er komme. Die lasse ich doch erstmal. Nein. Oh nein, 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 nein. Aus, aus. Böse, böse. Was auch immer das jetzt gerade war. Dann, dann, dadaum. Wir kommen dem Ende näher. Ich sollte echt mal aufhören. Ich sollte echt mal zu einem Psychiater oder so. Habe ich echt nötig. Jetzt mal ohne Joke. Lol. Okay. Bodenständige Himmelfahrt. Hier gibt es weit und breit keinen Gegner. Zu einfach? Weit Wege. Was? Zu einfach? Weit gefehlt. Du musst es nämlich schaffen, ohne zu springen. Dank. Dank dran. Was? Dank dran, im richtigen Moment mit Y zu sprinten. Also irgendjemand muss seine Grammatik nochmal üben. Erreicht das Ziel, unter den Boden zu berühren, nachdem du einfach... Oh, das ist so ein Don't-Jump-Level. Ernsthaft? Ihr gebt mir nochmal so einen Schrotz am Ende. Oh, nein. Junge, sind wir bei Captain Toad oder was ist das? Okay, rennen darf ich ja. Rennen ist erlaubt.
Naja, so schlimm sind die Levels auch wieder nicht. Zumindest wenn die cool aufgebaut sind. Also es sieht jetzt erstmal cool, ganz cool aus, so vom Anfang her. Deshalb habe ich Hoffnungen. Okay, das ist ganz cool. Okay. Ich wollte gerade springen und mir die Münze holen. Was ist los? Was ist da los? Erstmal richtig schön Brain AFK. Da sollten wir vielleicht nicht runter. Bam. Ach so! Ach, da war ja was. Oh, da war ja was. Ich darf ja nicht von oben irgendwie runterfallen, weil dann zählt das schon, als du bist gesprungen. Weil das Spiel seltsam programmiert ist. Was weiß ich. Frag mich nicht, was ich da gedacht habe. Ich wollte das nicht. Ich dachte mir so, komm, kürze dich ab. Dann dachte ich mir so, nein, warum? Bist du dumm? Das geht nicht. Du kannst nicht abkürzen. Ja, Luigi dachte ich auch gerade so, ha, oh yeah. Luigi, damn. Und ich dachte mir so, nein, halt die Klappe, Luigi. Ich bin trotzdem weiter. Egal, was du jetzt machst. Ich werde nicht mehr rennen. Obwohl doch, ich werde doch mal rennen. Hä, was war das bei mir? Müssen aufpassen, was wir machen, was wir denken, was wir allgemein tun. Ja, ich muss mich so raufkippen lassen. Oh Gott, das könnte was werden. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Hier durch? Oh, wenn da jetzt ein Mann rausgekommen, Alter! Ist ja kein Troll-Level hier. Okay, einen Pilz darf ich nehmen, glaube ich. Zack, zack, zack. Okay. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier, 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 hier lang. Hier lang. Hier, hier, hier lang. Hier lang. Oh, das ist cool! Oh, sowas muss ich auch mal bauen. Das ist echt cool. Oh, schade. Wow. Okay, okay. Ziel? Oh Gott. Jetzt keinen Scheiß machen. Oh nein, nein! Kommt du zurück? Hallo! Hallo! Ich brauche den Powerblock! Oh, er kommt zurück! Oh mein Gott! Yes! Oh Leute, wenn euch diese Folge auch gefallen hat, dann lasst doch gerne meine positive Wertung da. Schreibt vielleicht einen Kommentar zum coolen, ne? Könnt ihr auch eigentlich unter jedem Video machen. Genauso wie den Like. Abonnieren, falls ihr neu seid. Die Glocke aktivieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Warum habt ihr es noch nicht getan? Macht es jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es vermutlich heißt, das Ende von Mario Maker 2 Story Mode. Ciao!